Hey Leute und willkommen zur ersten Folge von GTA 5 LSPD FR. Und für alle, die sich jetzt vielleicht fragen, was ist GTA 5 LSPD FR? Ja, das Ganze ist einfach eine Modifikation für GTA 5, also dieses LSPD FR. Und das heißt eigentlich nichts anderes als Los Santos Police Department. Und diese Modifikation ermöglicht es einem einfach, einen Polizisten zu spielen, wie ihr hier gerade schon seht. Den können wir uns jetzt aussuchen. Und im Hintergrund sind ganz viele Waffen im Schrank. Cooler Funfact nebenbei. Richtig funny, ne? Und ihr seht schon, wir können uns hier zum Beispiel am Anfang. Ach so, und dann ist es das Ziel, einfach verschiedene Missionen zu erledigen, beziehungsweise Callouts, sogenannte, zu absolvieren. Und das sind einfach Sachen, die ein Polizist halt so machen muss, also Verkehrskontrollen oder wenn Überfall ist, den Täter festnehmen und so weiter. Ihr könnt euch das vorstellen, denke ich. Und ihr seht schon, wir können jetzt hier die Agency auswählen, also zum Beispiel das Santos Police Department, dann hier den County Sheriff oder was auch immer. Hier gibt es ganz viele unterschiedliche Agenturen, auch SWAT-Teams, also SEKs, sondern Einsatzkommandos, FBI-Agenten. Und ja, wir fangen erstmal an mit dem ganz normalen. Sind natürlich Male. Und machen uns mal so vielleicht. Das Top lassen wir erstmal so kurz. Accessoires. Finde ich das ganz schick. Ja, das finde ich ganz schick hier. Gear. Natürlich brauchen wir auch eine Waffe im Holster. Und das machen wir uns erstmal weg, weil wir sind ja jetzt noch nicht lange im Dienst und kein hoher Kopf. Wir haben gerade neu angefangen. Und dann, was nehmen wir uns denn da? Einfach so ein Hütchen. Genau. Und ja, dann kommen wir jetzt auch schon zur Autoauswahl. Da gibt es ganz verschiedene. Hier fängt es an mit dem Police Cruiser, dann so ein, 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 so ein. Ich höre auf, so ein zu sagen. Und noch ein Jet, der da irgendwie nicht reinpasst. Ich weiß nicht, warum es den gibt. Ist die Ultimate Highway Patrol. Wir fangen an mit einem Police Cruiser, einem ganz normalen, können uns hier natürlich Sirene anmachen. Extra 1 lassen wir an und extra 2 machen wir auch. Schöne hohe Sirenen haben wir dann. Und dann kann es jetzt auch schon beginnen. Es muss jetzt einmal laden, deswegen haben wir jetzt einmal kurz gestempelt. Und dann geht's auch schon los. Jetzt können wir hier durch die Stadt fahren. Fahren wir hier lang und einfach mal hier hoch. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich mich an die Verkehrsregeln halten soll oder nicht. Ich mache das jetzt erstmal nicht, weil das sonst halt ziemlich lange dauert, um sich überhaupt fortzubewegen. Aber ihr könnt mir mal gerne schreiben, ob ihr wollt, dass ich mich dran halten soll. Oder nicht. Halt eben. Und was noch zu sagen gibt, ich will mit diesem Projekt so ein bisschen auch mal verschiedene Kameraperspektiven ausprobieren. Das kann man ja in GTA auch nicht machen. Dazu muss ich dann einfach nur hier die Taste drücken und dann nimmt er auch noch im Spiel auf. Das seht ihr unten links. Und dann kann ich in verschiedene Kameraansichten springen. Das lasse ich jetzt aber sein. Das habt ihr jetzt gerade vielleicht auch schon gesehen, wenn ich das irgendwo gemacht habe. Werde ich zwischendurch vielleicht mal machen, wenn es eine interessante Szene dafür gibt. Oh, erstmal direkt eingerammt. Das kann man dann theoretisch auch so machen, Repair. Das mache ich jetzt nur einmal, weil ich gerade hier wegen dem Clipspeicher einen kleinen Leck hatte. Sonst jetzt nicht. Und ja, dann die Callouts kriegen wir gleich einfach unten links rein. Das seht ihr dann. Und da steht dann, was wir machen müssen, beziehungsweise machen sollen. Na, warum wir sind so langsam? Gib Gas. Ich muss hier durch. Okay. Und wir können theoretisch auch einfach mal ganz normale Verkehrskontrollen machen. Das müsst ihr dann schreiben auch mal. Ihr solltet hier so alles so ein bisschen mitbestimmen, so was ihr jetzt gerade so sehen wollt. Und da haben wir auch schon einen Callout. Okay. Dann machen wir Blaulicht an, weil wir wissen, dass in dem Auto quasi bekannte Drogenbesitzer bzw. Drogenhalter sind. Also Leute, die im Besitz von Drogen sind. Und die können wir natürlich jetzt nicht einfach mal hier so wegfahren lassen. Wer weiß, wo die hinwollen. Und dann versuche ich auch ab und zu mal so ein bisschen in die Rolle von den Polizisten halt zu schlüpfen, wenn ich eben in verschiedenen Aufträgen dann bin. Und deswegen gehen wir auch mal in die Ego-Ansicht. Das macht das Ganze ja ein bisschen spannender. So. Man sieht dann auch so ein bisschen mehr so aus, als wären wir der Polizist. Aber manchmal verstehe ich echt nicht, wie die Autos hier Platz machen. Das ist mir manchmal ein bisschen rätselhaft. Kurz mal hupen. Hier müssen wir hoch.
Okay. Oh, hallo. Und wenn wir gleich in der Nähe von denen sind, dann machen wir das Blaulicht erstmal aus. Würde ich sagen. Um die vielleicht erstmal so ein bisschen aus der Distanz zu beobachten. Was war das denn für einer? Kann ja kein Auto fahren, ey. So, macht mal bitte alle Platz hier. Ganz schön schnell fahren die auch. Also, ob die sich so an Speedlimit halten, bin mir auch noch nicht so sicher. Ich meine, wir fahren jetzt schon wie auf dem Tacho und sind 100 Meilen pro Stunde. Oh, boah, ganz leicht noch an der Mauer gestriffen. Aber es war schon, es war okay. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Blaulicht aus, weil die sind da unten. Okay, wir haben ja schon mal ein schickes Auto. Und jetzt wollen wir einen Traffic Stop hier machen. Den machen wir, würde ich sagen, wenn wir vom Highway hier runter sind. Einfach damit wir die besser hier hinten dann hinstellen können. Weil hier wäre es einfach viel zu eng, denke ich. Oder Leute? Was sagt er? Ich würde sagen, wir warten, bis wir da oben sind. Danach ist ja Ende. Also vom Highway. Und dann halten wir sie mal an. Jetzt zum Beispiel an der Ampel könnte man das dann mal so machen, dass man halt hier die Aufnahme am Laufen hat und dann kann man damit ein paar coole Kamerafahrten so machen. Okay, jetzt geht's auch schon weiter. Dann fahrt man jetzt gleich da oben dran und dann... Es ist immer... Alter. Ernsthaft jetzt? Jetzt müssen wir noch weiter warten. Naja, aber... Dafür stehen wir gleich nicht einfach mitten im Weg rum. Das wäre ein bisschen doof, dann würden wir den ganzen Verkehr aufhalten. Das wäre auch nicht Sinn der Sache. Und ja, zu den Folgen. Ich versuche die immer so um die 20 Minuten lang zu machen. Die erste Folge ist jetzt, wie gesagt, so ein bisschen einleitend, aber danach wird das alles ganz flüssig laufen, denke ich. Also, vom Spiel her läuft es jetzt auch schon flüssig. Ich meine ja nur, okay, jetzt müssen wir erstmal hier anhalten. Und zwar würde ich dich gerne... Das kann man jetzt mit STRG-Q machen. Da macht er quasi meine Bewegungen nach. Da würde ich gerne, dass du dich mal hier hinten irgendwo hinstellst. Genau, komm mal näher an den Rand. Ja, noch ein Stück. Okay, so ist gut, so ist gut. So bleiben wir stehen. Stopp! Oh ne, stopp. Ich muss STRG-Q drücken. So können wir auch stehen bleiben. Dann leiten wir das halt einfach hier mal um. Das geht ganz gut. Oh, ein bisschen zerkratzt. Naja. Junge, das ist ja ein bisschen nervig, dass ich meine Mütze so im Gesicht habe. Was lernen wir daraus? Wir packen uns keine Mütze mehr auf den Kopf. Oder müssen halt so lange jetzt aus der Ego-Ansicht raus. Er fährt einfach weg. Leute, er ist einfach abgehauen. Okay, jetzt müssen wir hinterher. So, machen wir das mal wieder weg. Und dann fordern wir mal ein Backup an. Wir brauchen hier... Und auch mal einen Local Air Support, einfach weil er eben Drogen hat. So, da sind wir schon unsere Kollegen. Kollegen, wir brauchen hier mal Hilfe. Jo, wir brauchen Hilfe. Der ist einfach zu schnell für mich. Bitte einmal den Helikopter über ihm. Damit wir die den nicht verlieren. Ich bin an ihm dran, Leute. Okay. Ich versuche ihn nochmal anzuhalten. Ne, er ist einfach zu schnell. Ich komme nicht an ihn ran. Okay, jetzt vielleicht? Nein, immer noch nicht. Und ich muss ihn ausbremsen. Das ging voll rein. Okay, es ist eine Sie? Sie haut ab. Leute, hinterher. Im Notfall tasern, Im Notfall tasern, Leute. Aber nicht schießen, Sehr schön gemacht, Gut. Wir werden mal das Auto von der angucken, von der Guten. Dazu sperre ich hier natürlich erstmal die Straßen in der Nähe. So, so ist gut. Ja, ja. Entspann dich mal. Dann setzen wir natürlich hier erstmal... ne, ich habe leider keinen Drug Dealing gesehen. Was ist denn jetzt los? Oh, jetzt sind wir im Gericht hier. Aber... Dangerous driving and resisting arrest. Also,
Die wurde jetzt eingesperrt für ein Jahr, aus dem Grund, dass sie eben, hoppala, was mache ich hier? Dass sie eben gefährlich gefahren Attention, ist this is und dispatch. We are zusätzlich code noch 4. No further units den required. Arrest verweigert hat. Allerdings haben wir zwei Drogenpäckchen übersehen, die sie weggeworfen hat wohl. Naja, können wir nichts machen. Dann haben wir jetzt hier mal einen Abschleppwagen gerufen. Die Straße ist gesperrt, wie ihr seht. Da kommt der Abschleppwagen. Was macht er denn? Die Straße war anscheinend nicht gesperrt. So. Der Abschleppwagen wird das Auto jetzt hier mitnehmen. Schönen Centorno, den wir jetzt leider nicht mehr fahren können. Und da hat der Abschleppwagen den auch und der bringt ihn dann jetzt weg. Weil das Auto kann sich die gute Dame dann nach ihrem Aufenthalt im Gefängnis abholen. So, wir fahren dann mal einfach hoch hier in Vinewood. Gehe ich mal wieder in die Ego-Perspektive. Und dann gucken wir uns einfach mal hier um. Ist ja heute ein schöner sonniger Tag hier in Los Santos. Die Sonne geht leider jetzt schon unter. Hoppala. Ah, schickes Auto. Fährt er ordentlich. Stoppschild hat er nicht übersehen. Aber so pingelig wollen wir jetzt mal nicht sein hier. Also Stoppschild hat er nicht angehalten, meinte ich. Ist ja hier eine relativ reiche Gegend. Ey, vorsichtig bitte. Bin mal gespannt. Den würde ich gerne mal anhalten im Motorrad. Den würde ich mal gerne überprüfen. Jetzt muss ich hier natürlich erstmal schön drehen. Oh, da ist schon wieder der Kollege. Aber den im Motorrad, den würde ich gerne mal anhalten. Der wird mir auf der Karte auch schon als verdächtige Person angezeigt. Das ist ja auch auf so einem schnellen Motorrad. Und sie scheint hier gerade auch ordentlich Gas zu geben, auf jeden Fall. Achso, ich habe ja kein Blaulicht, denn der darf natürlich fahren hier in seinem R8. Auch ein schicker Wagen. Würde jetzt aber echt gerne mal an das Motorrad da hinten rankommen. Ja, das fährt definitiv zu schnell. Es war gerade ein bisschen gefährlich. Machen wir doch mal einen Traffic Stop hier. Haben wir den jetzt mal gesagt, er soll mal anhalten? Bitte nicht in der Kurve. Fahren wir mal weiter kurz. Das kann man einfach machen, indem man hupt. Ja, Kollege, hier sind wir immer noch. Hier stehen wir immer noch ein bisschen ungünstig. Hab gesagt, fahren wir mal ganz aus der Kurve bitte raus. Ja, nicht mitten auf der Kreuzung. Jetzt sucht er mal einen guten Spot hier. Ja, guck mal hier. Jetzt fahren wir hier rechts ran irgendwo. Bitte hau nicht ab, mach's nicht noch schlimmer. Okay. Du hältst schon noch an, oder? Hallo? Ja, das war nicht geplant. Mein Gott, dieses. Einmal bitte stehen bleiben, ganz kurz. Einmal ganz kurz stehen bleiben. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an hier. So, das schöne Motorrad. Würde ich gerne mal einen Nummernschild-Check machen. Hat gar kein Nummernschild. Okay, mein lieber Herr, warum hat Ihr Motorrad kein Nummernschild? Würde ich gerne mal wissen. Ich nehme Sie erstmal fest. Allein da, deswegen, weil Sie eben verweigert haben, dass Sie also den Verkehr, also die ganz normale Verkehrsüberprüfung hier, Verkehrskontrolle verweigert haben. Bitte ich Sie einmal hier an den Rand zu gehen. So, und einmal bitte hier hinsetzen. Dann ist gut. Wir machen hier einfach mal kurz einmal eine Absperrung hin. So. Und so, bis ich hier fertig bin mit der Geschichte, soll dann hier erstmal keiner durchkommen. Ah, sorry. Ja, ihr seid halt ein bisschen problematisch. Bleibt einfach mal da stehen. Okay, dann lassen wir erstmal das Motorrad abschleppen. Weil er sich ja verweigert hat hier. Da brauchen wir einen Towtruck. Für das Motorrad hier einmal. Ihnen geht es aber soweit gut, oder? Sie haben gerade so abgebremst, da bin ich Ihnen aus den hinten reingefahren. Aber es geht, oder? Sonst rufe ich schnell einen Krankenwagen. Das hat jetzt gerade Priorität hier. Was machen Sie? Aussteigen. Sofort. Sofort. Was soll die Scheiße? Haben Sie keine Augen im Kopf oder was? Raus hier.
Und auf dem Boden, auf dem Boden. Sie sind festgenommen, mein Herr. Sie haben gerade mehrere Autos hier angefahren und sind auch ohne Probleme in den Polizeiwagen gefahren. Haben damit mehrere Menschen in Gefahr gebracht. Sie können sich direkt mal neben den Herrn hier setzen. Für den Schaden werden natürlich Sie aufkommen. Sie haben das Recht, jetzt erstmal zu schweigen. Und ich lasse Sie jetzt einfach mal wieder gehen. Aus dem Grund, weil Sie ja anhalten wollten. Sie haben halt nur ziemlich plötzlich dann auf einmal reagiert und sind erst weggefahren. Deswegen habe ich Ihnen erstmal das Motorrad abschleppen lassen. Das können Sie sich aber gerne wieder abholen. Am Abschlepphof einfach. So, was haben wir jetzt hier? Der LKW. Kann ich den hier durchsuchen, bitte? Geht das gerade mal? Das geht gerade irgendwie nicht. Vielleicht hier an der Fahrertür? Ne, auch hier wieder nicht. Aber der Wagen muss auf jeden Fall, also der LKW muss auf jeden Fall abgeschleppt werden. So haben wir nicht gewettet, mein Lieber. Kann ich vielleicht den LKW abschleppen lassen, bitte? Hier entsteht gerade schon ein richtiges Chaos. Was macht die Polizei hier? Ach du Scheiße. Kollegen, könnt ihr die Geschichte hier kurz übernehmen, bitte? Ich glaube, das war ein Ja. Die Situation gerät hier nämlich. Oh, ich höre Schüsse. Okay, der ist hingeflogen. Sie sind festgenommen, meine Herren, Sie sind festgenommen. Ich helfe euch mal, Kollegen. Ich übernehme hier. Ey! Aufstehen! Aufstehen! Hände auf den Rücken! Hände auf den Rücken! Ich werde Sie tasern, wenn Sie meinen Anweisungen nicht Folge leisten. Hände auf den Rücken! Oder auf den Boden legen. Ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei. Auf den Boden. Aussteigen, sofort. Aussteigen. Ich schieße mir erstmal die Reifen kaputt. Stehen bleiben jetzt. Ich tase einen nochmal. Ich kriege ihn nicht getaset gerade. Oh, der hat getroffen. Okay, alles klar. Bleiben Sie jetzt mal stehen. Stehen bleiben. Und auf dem Boden. Auf dem Boden. Danke. Wunderbar. Sie werden hier auch mal festgenommen. Und dann setze ich Sie einfach mal zu meinem Kollegen. Und hole ihr einfach mal. Hallo, ich würde gerne hier hingucken. So, hinsetzen bitte. Dann holen wir jetzt einfach mal zwei Transport Units. Und dann bitte ich meine Kollegen, die hier abzuholen, die Herren. So. Gut. Und wir schnappen uns dann einfach mal den Wagen hier von den Kollegen. Fahren hier mal zurück. Stellen wir mal hier einfach als kleine Sperre. Was geht denn da oben jetzt schon wieder ab? Ist auf einmal der LKW weg. Gut, der wurde dann anscheinend abgeschleppt. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Hier mein komplett kaputtes Auto. Ja, das ist Gott sei Dank vom Staat bezahlt. Das muss ich dann zurück zum Polizeirevier bringen, wo wir uns dann jetzt mal auf den Weg machen, weil tatsächlich ist die erste Folge jetzt schon vorbei. Das war natürlich nur in dieser Folge so, weil wir eben, weil ich erst am Anfang erklären musste, was die ganze Geschichte hier überhaupt ist. Ich mache mal Blaulicht an, einfach weil mein Fahrzeug in so einem Zustand ist, dass ich das lieber so nach Hause bringen will, dass die anderen mir Platz machen. Also, was heißt nach Hause? Zum Polizeirevier bringen möchte, dass die anderen mir ausweichen und ich hier nicht noch durch den Schaden an meinem Fahrzeug einen weiteren Unfall verursache. So. Hier runter, schön langsam. Und dann sind wir in 400 Metern auch am Polizeirevier. Hier mal bremsen. Und jetzt haben wir über eine große Kreuzung. Hier einmal hupen, hupen. Okay, wunderbar. Und dann geht's hier rein. Und dann hier unten ist unsere persönliche Polizeiwerkstatt. Da stelle ich einfach das Auto hin.
Und das wird hier übernommen. Gut. Wir gehen dann natürlich nach oben zu unseren Kollegen. Guten Tag. Und dann würde ich sagen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal eine positive Bewertung da. Das war die erste Folge GTA Online. Ach, was heißt GTA Online? GTA 5 LSPDFR. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert doch, wenn ihr Bock habt. Und ich hoffe, die Abwechslung neben Bad Wars gefällt euch auch mal hier. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.